Rotstein und Transistor. Transistor müssen wir hier haben, ja. Rotstein. Hier. Ach, guck mal, da haben wir ja noch einiges an Rotstein. Wie viele waren das jetzt? Zwei? Drei? Ne, zwei waren das. Und sechs Diamantsplitter. Dazu brauchen wir mal hier Diamant. Ich nehme mal zwei mit. Und dann brauchen wir jetzt hier eine Diamantsäge. Diese Splitter kriegen wir ja nur mit einer Säge hin. Moment mal. Da. Schneidedraht. Ja, okay, Schneidedraht. Aber Eisen-Dingsbums da und das da und das noch. Eisenbarren. Okay, gut. Also, Eisenbarren. Oder habe ich so eine Säge irgendwo? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch keine Stöckchen. Ja, gut. Müssen wir welche holen. Ich kann aber jetzt erstmal hier... Achso, das ist der Ofen. Ja, okay. Ich dachte mir schon, hä, was ist denn das? Nein, ich wollte hier hin. So, das da. Haben wir nochmal 9 von diesen Dingen. Schmeißen wir damit rein. Jetzt nochmal ins Lager. Ne, das da. Und dann hole ich mal ein paar Stöckchen. So war es ja auch gedacht, dass ich dann die fehlenden Materialien so nach und nach mir zusammensuche, weil ich ja auch nicht weiß... Ne, Moment, im Lager bin ich ja schon. Ich will ja dahin. Weil ich ja nicht weiß, was ich denn da noch so alles brauche. So, Holzzeug. Zwei bleiben hier, der Rest kann da rein. Dann werde ich jetzt mal hier... Da und da und da. Das geht bestimmt auch kaputt dann, das Ding. Haha, siehst du, das geht kaputt. Und ich habe das. Ja doch, ich brauche aber auch 6. Genau, ich brauche genau 6. Die muss ich jetzt allerdings an einer anderen Werkbank machen. Kann ich ja hier machen. So, ich glaube. Nee, wo war das denn? Hier der in der Mitte. Das links und rechts, hier so. Und die Kollegen hier außen. Mikrochip Stufe 3. Da kriegen wir gleich 2 Stück davon. Das ist natürlich gern gesehen. So. Gold. Ne, Moment. Diamant. Ne, das ist aber Eisen hier. Moment, Eisen. Dahin. Soll ich mal so ein paar von diesen Sägen bauen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was brauche ich da nochmal in der Mitte? Ach so, ja, eben diese Dinger da. Genau, richtig. Diese Teile da. Ne, ich wollte hier drunter, genau. So, und das packe ich jetzt zum Eisen dazu. Nee, gar nicht wahr. Das da. So. So, dann werde ich mal einen da rein packen und der Rest kommt. Der Rest, ja, der eine da, kommt dahin. So, jetzt haben wir ein Computergehäuse auf Stufe 3. Sehr gut. Und wir haben einen Erfolg erzielt. Was brauchen wir denn jetzt noch? Den müssen wir da reinpacken. So. Und jetzt können wir hier Komponenten einbauen. Erstmal das hier. Da haben wir hier eine Festplatte. Ein Operation... Ne, wie heißt das? Betriebssystem. Und dann brauchen wir einen Prozessor. Dann haben wir 2 Plätze für Arbeitsspeicher. Und dann 3 Steckplätze für Karten. Und da können wir noch Aufwertungen reinpacken. Und insgesamt gibt es dann so eine Kennzahl für den Computer. Da, weil jedes Teil hier mit, oder auch diese hier, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube schon, die gehen mit einer Zahl ein und aus all diesen Zahlen wird eine Summe gebildet und diese Summe darf nicht höher sein als diese vorgegebene Zahl, die vom Gehäuse abhängt. Da steht, Moment mal, Left, Shift. Das Computergehäuse ist der essentielle Grundbaustein für einen Computer. Erweiterungskarten, RAM, also Arbeitsspeicher und Festplatten können in einem Gehäuse installiert werden. Slots 3, 2, 3. Joa, hier sind 2. 3, 2, 3. Energiewandelgeschwindigkeit 20 pro Tick. Ja, okay, das sagt mir, wie viel Energie der Computer braucht. Ja, ob das jetzt abhängig ist von den Komponenten, die drin sind, dass sich diese Zahl dann noch ändert, das weiß ich nicht. Aber das sagt mir ja nichts über die Spannung aus.
So, halte Left Menu. Das ist alt. Da brauchen wir 5, Moment, 5 mal Diamant, Kaktusgrün. Ja, da ist eben jetzt auch mit eingerechnet, dass ich noch die gedruckten Leiterplatten machen muss und so weiter. Okay, gut, also wir machen jetzt mal eine Festplatte. Und das Betriebssystem, das steht hier, da. Ja, damit war irgendwas mit dem Betriebssystem. Das da. Ist das irgendwie ein Unterschied? Lua, BIOS? Ah, und da ist kein Lua-BIOS drauf. Ja, gut, wir müssen... Ich glaube, ich mache mal das hier. Das macht... Ach so, das macht so ein normales... Ah, das kriege ich aus einem normalen mit dem Buch hier. Ja, okay. Und das hier? Zwei normale? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Macht 2. Und da gibt's noch was. Verstehe ich nicht. Ja, okay. Also, dann brauchen wir erstmal so ein einfaches und so ein Buch. Und das Buch machen wir aus einem normalen Buch und einem Mikrochip auf Stufe 1. Okay, Mikrochip auf Stufe 1. Nee, Moment mal. Nee, auch nicht. Das war da. Das ist Stufe 2. Ah, okay, cool. Ja, also das dauert noch ein bisschen länger, bis wir diesen... Was war das? Da draußen irgendwas? Ach, da. Da, ich spinne. Bis wir diesen Computer fertig haben. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Wir machen das einfach mal. Wir machen aber zwischendurch auch was anderes. Also ich will jetzt nicht den ganzen Computer an einem Stück fertig machen. Ah, das ist die Spinne hier, der... die das so Macken macht. Naja, soll sie mal machen. Und solange sie nicht reinkommt. Okay, wir brauchen also, was war das nochmal? Bücher? Das hier, Bücher und Mikrochip auf Stufe 1. Okay. Ah, guck mal hier, da brauchen wir auch die Dinger schon wieder. Da kriegen wir gleich 8 davon. Ja, okay. Gut, machen wir erstmal Mikrochip auf Stufe 1. Da brauchen wir... Da haben wir gar keine mehr. Okay. Ja, komm, wir können ruhig mal 3 nehmen hier. Dann auch hier von 3. Ne, wie war das? Ah, wir brauchen links und rechts 1, oder? Nö. Ach nee, Moment, wir brauchen ja... Ne, wie war das? So? Nö, auch nicht. Nur 1? Ne. ja... Wie war das nochmal? Was wollte ich eigentlich machen? Hier, das da, das da, das da. Ja, das haben wir doch. Nee, jetzt komme ich ganz durcheinander. Das hier. Nee, wir haben ja die Dinger schon. Wir brauchen diese Sägen hier da überhaupt nicht. So, 6 Stück brauchen wir. Ich leg die mal dahin. Ich muss nur mal schauen. Mal da und da. Aha, oben und unten. Okay. So, und dann brauchen wir den Mikro... Ne, was? Das hier. Transistor, okay. Einen Transistor und 2 Rotstein. Wo haben wir denn Rotstein? Ach, da. So, dann haben wir... 8 Mikrochip. Einen, ja, den lassen wir mal im Inventar. Der Rest kommt dahin. Und das hier ist Mikrochip Stufe 2. So, worum ging es nochmal? Um das Buch hier. Ach ja, genau, ein Buch. Ein ganz normales Buch haben wir. Okay, wir gehen also ins Lager. Und siehe da, wir brauchen Bücher. Haben wir denn Bücher da? Ja, wir haben 29 Bücher da. Ich nehme mal alle mit. Und die stopfen wir dann einfach mal, ja, da oben rein, oder? Holzzeug. Das nenne ich dann mal Sonstiges. So, also oben Sonstiges und unten Holzzeug.
R1 im Inventar lassen. So. Nee, ich will nicht den Recycler. Ich will das hier. So und so. Damit haben wir das Computerhandbuch. Und dafür brauchen wir jetzt noch... Moment, was war das? Nee, ich brauche... Ah, das hier, genau, das hier. Da müssen wir das hier noch machen. Genau, dann kriegen wir das hier, das EEP-ROM. Weiß nicht mehr, was das ist. Und das mit dem Buch dann kombinieren. Okay, Gold, Rotsteinfackel, Papier, Mikrochip Stufe 1 und Transistor. Mikrochip Stufe 1, ein Transistor. Dann brauchen wir noch eine Rotsteinfackel und Gold. Ja, ich nehme mal ein paar mit. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie, was noch alles. Ne, Moment, das hier. Pack doch mal drauf hier, was wir da alles haben. Papier fehlt noch. Wieso kann ich das jetzt hier... Nö, kann ich nicht drauflegen. Papier fehlt noch. So, Papier kommt dahin. Die Rotsteinfackel da. Das war in den Ecken dann. Und das hier, ich glaube mal das da oben und das da in der Mitte. Ja, richtig. Genau, jetzt müssen wir diese beiden... Ja, Erfolg, es kann nur einen geben. Ja. Und dann das hier. Das hier. So, jetzt haben wir hier ein... Lua BIOS. Genau, das will ich haben. So, und das können wir jetzt auch gleich hier weiter... Da einbauen. Ja, zack. So. Ha, haben wir schon die erste Komponente hier. Da brauchen wir noch eine Festplatte. Was machen wir da? Stufe 1 Festplatte... Ich würde sagen, das genügt. Wo haben wir denn die Festplatten? Hier. Für Materialkosten. Nee, was kann die denn? Die hat eben weniger Speicherkapazität. Ja, zum Ausprobieren reicht das hier. Ha, hui. Stufe 1, okay. Gedruckte Leiterplatte. Dann dreimal Platte. Eisen und einen Kolben. Aha, okay. Kolben haben wir hier. Dann gedruckte Leiterplatte und Stufe 1, glaube ich waren 2, wenn ich mich recht entsinne. Festplatte. Warum kann ich jetzt das da nicht drauflegen? Verstehe ich nicht. So. Ach ja, Eisenbarren und Platten. Okay, jetzt ich suche mal eben für Eisenbarren. Und die Platten, da muss ich auch sehen, wie man das macht. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich wusste es mal. So, ist aber nicht weiter schlimm. Kann ich ja nachschauen. So. Ach, nur aus 4 von diesen Dingern da? Okay. Das heißt, ich brauche 12 davon. Was haben wir denn im Inventar? Gar nichts. Okay. Dann will ich mal das Gold wieder wegmachen. 12. Ja gut, ich nehme jetzt einfach mal alle mit hier. Verteile ich mal so, geht schneller und dann das in der Mitte wieder weg. Jetzt habe ich 4, das macht nichts. Bleibt immer eine übrig. Da die aus Eisen gemacht werden, würde ich vorschlagen, lasse ich die damit trennen. Nee, obwohl das eigentlich... Guck mal, hier haben wir unsere Festplatte. Hotdog Dealer. Okay, wer sieht jetzt ein Hotdog Dealer? Könnte ich nicht sein, ich würde sie alle selbst aufessen. Eisen... Nee, will ich da oben dran haben. So. Okay, dann haben wir also eine Festplatte. Ja, ganz wichtig, Prozessor noch. Das sind aber viele hier. Beschleunigter Prozessor. Noch ein Beschleuniger. Aha, Stufe 1 und Stufe 2. Den gibt es im Kreativmodus, okay. Hauptprozessor. Ja, ich würde sagen, zum Ausprobieren reicht erstmal der. Oh, das wird aber kompliziert jetzt. Okay. Das da, diese beiden werden eben schwieriger. Okay, das da außenrum. Das kriege ich noch so hin. Oder auch nicht. Ne, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Es waren 2 davon. Wo war die Festplatte? Das ist diese hier. Was ist denn das jetzt hier?
Verstehe ich nicht. Eine formatierte Festplatte dann? Ja, vermutlich. Nee, gar nicht wahr. Keine Festplatte. Einen Prozessor wollte ich doch haben. Festplatte haben wir ja schon. Ah, Prozessor. Hier, Stufe 1. Ah ja, und Eisen-Nuggets und Rotstein. Oder? War das jetzt richtig? Ach, ich kann mir das gar nicht merken. Ja doch, war richtig. Und Rotstein. Einmal. Und dann brauchen wir noch zwei weitere Teile. Ich glaube, das war da. Die waren in den Ecken. Ja, genau. Arithmetisch-logische Einheit, Alu. Und das Steuerwerk. Das Steuerwerk, oh, mit Kompass. Oh, cool. Und was war das andere? Die Alu. Ja, so ähnlich. Okay. Gut, wir brauchen mal mehr von diesen Eisennuggets.